Also Gewalt ist erst einmal weit überwiegend männlich und auch jung. Und dazu kommt jetzt eine Bewaffnung. Was früher mit Fäusten ausgetragen wurde, wird heute sehr oft mit Waffen ausgetragen. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Deswegen muss man sich ja auch fragen, woher kommt die Affinität zur Gewalt? Woher kommt die Wut? Zwei Dinge sind in den letzten Jahren immer routinemäßig vorgekommen. Nämlich erstens, entweder wurde gesagt, ja, den kennen wir, der ist psychisch krank. Da darf man gar nicht mehr weiter, darf man den Vorhang erst gar nicht mehr aufziehen. Weil man sagt, ist eine andere Kategorie als der Straftäter, der mit vollem Bewusstsein vorsätzlich handelt. Ist eigentlich kein Fall für die Strafjustiz, eigentlich ein Fall für die Psychiatrie. Oder der andere Klassiker ist, hätten wir uns gar nicht vorstellen können, ganz brav, ganz unauffällig, keine Ahnung, wie diese Gewalt plötzlich explodieren konnte.